Jetzt nur mal schnell was auf Deutsch. Ich glaube, die Vegetation sprießt früher als sonst. Irgendwann hat er gemeint, die Bauern werden schon im März mähen. Und da habe ich mich jetzt mal beeilt, einen grünen Zaun anzupflanzen. Das sollte man jetzt machen, und zwar mit Weiden. Man nimmt einfach so Weidenpflöcke. Die werden dann nicht reingeschlagen, sondern man schlägt ein Rohr rein. Ein Rohr mit einem Endstück aus Vollmaterial. Und macht dann ein Loch für die Stäbe. Das geht, glaube ich, viel schneller als graben. Und dann sprießt aus dem Stock der Baum. Und man hat dann so einen grünen Zaun. Das geht aber nur bei der Weide. Und was noch gesagt werden sollte, ist, ich habe mir den Störtenpriester auch mal angeschaut. Ich glaube, ihr habt vergessen, dass nach Ehlmeier, wenn der Russe angreifen sollte, wenn der Weizen gemäht ist, aber der Hafer noch nicht. Ihr habt vergessen, dass der Bauer dieses Jahr, wenn der Russe angreifen sollte, schon im dritten Monat, also im März, mäht. Dann ist alles viel früher. Dann kommt der Russe nicht im siebten oder achten Monat, sondern er kommt dann vielleicht im fünften oder im sechsten. Und das Schlimme ist ja, ihr gab es das auch in Deutschland, die Bürger haben die eigenen Soldaten nicht erkannt, weil sie die Tarnfarbe nicht kennen. Und das Problem ist auch, der Russe benutzt einige verschiedene Tarnfarben, also nicht nur eine. Und er hat auch viele Söldner bei sich, sogar Leute aus Kuba, die kämpfen dort für 3000 Euro im Monat. Eine Menge aus Asien. Und wenn der Russe wirklich mal an die Fenster klopft in Bayern, an der Kneipe, und die Leute werden sich verwundert gucken, dann wird es auch wohl so vorkommen, weil einfach es zu schnell geht und wir sind zu wenig informiert. Auf jeden Fall sollte man jetzt Acht geben, dass sich dann vielleicht doch alles realisiert, was Ehlmeier gesagt hat, und ob jetzt der Bauer wirklich im dritten Monat mähen tut. Was mich noch auch verwundert hat, sind die Bilder aus Paris. Früher dachte ich immer, wann wird Paris angezündet und wie. Und wenn man jetzt sieht, wie viel heute angefahren wurde, dann hat es schon eine Logik, weil die ganzen Heuberge, das ist wirklich ein Porno für Pyromanen. Und da kann es richtig vorkommen, dass da auch wirklich einer das alles abfackeln tut. Und dann brennt Paris wirklich, was dann auch ein Vorzeichen ist für den Angriff der Russen im Sommer angeblich. Also seid wachsam, tut noch euer Hab und Gut ein bisschen hier sichern mit so Zäunen, mit Stacheldraht und allem möglichen drum und dran, weil es wird immer lustiger. Aber wir wissen ja, wie es gehen wird, und wir wissen uns zu helfen.